Hallo, meine weitreisenden Baumsammler und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde, hoffentlich The Forest. Heute planen wir ja noch mal ein bisschen weiter in diese Richtung hier hinein zu schauen, damit wir sehen, was sich dort denn so alles verbirgt. Und genau, erstmal, wir brauchen wieder Wasser. Wir haben zwar Wasser gestern aus dem Behälter herausgenommen, aber das reicht mir heute nicht ganz so. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Dafür haben wir ja einen schönen Töppel dabei. Gibt es hier eigentlich auch Fischis? Ein kleines Frühstück wäre eigentlich auch was sehr Entspanntes. Oh ja. Eins und zwei. Passt wunderbar. Da sind wir dabei. Und natürlich... warte mal. Was bist du denn? Das ist der Waschbär. Das ist der Waschbär, den wir brauchen. Ja, nee, oder? Zwei Fleisch gesammelt. Mein Pfeil ist leider weg, weil, ja. Damit haben wir... Warte. Wir haben 5 Rehfelle. Ein Rehfell brauchen wir noch. Und zwei... Ein Rehfell, 2 Schweinchens. Also, wir haben etwas Glück. Außer, dass wir hier das Wasser nicht abschöpfen können. Mich regt es gerade auf, wir können das Wasser nicht abschöpfen. Gib mir Wasser. Ja, der gibt mir kein Wasser. Du hast Durst. Such dir was zum Trinken. Ja, Ohne irgendwas kann ich auch nichts trinken, aber der gibt mir auch nichts. Ich glaube, aus dem Wasser ging nicht, ne? Probieren wir es einfach. Nö, den Varan, den lassen wir jetzt mal ein bisschen am Leben. Nee, das ist gar kein Wasser. Hier nicht noch irgendwo eine Wasserstelle? Okay, wir brauchen also noch ein Reh und 2 Wildschweine. Wenn wir das haben, dann haben wir dann auch schon die Winterkleidung zusammen. Was natürlich richtig gut ist, weil dann können wir uns auf jeden Fall dann auch mal ins Gebiet dann abmachen und dort dann auch noch ein paar Sachen entdecken. Also was? Oder mal Blaubeeren. Hier sind ja ein paar Blaubeeren. Erstmal ein paar Blaubeeren. Sind wir auch gesättigt? Passt. Sind gesättigt? Sind getrunken? Nicht betrunken, sondern getrunken. So. Ja. Würde sagen, ist auch mal eine ganz entspannte Mahlzeit. Da müssen wir nicht auch noch Fleisch braten. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, genau. Da könnten wir nochmal. Wir haben jetzt ja nochmal Fleisch gesammelt. Wir haben nochmal Fleisch gesammelt. Wir haben nochmal Fischis gesammelt. Könnten wir uns eigentlich noch einen zweiten aufsetzen? Dann haben wir 2 von den. Dingern und dann können wir uns dann wirklich auch losmachen. Also der Tag, wobei der Tag, ja, wobei der Tag ist gerade erst angebrochen. Da können wir eigentlich weiter in die Richtung und schauen, ob keiner schaut. Oder wir nehmen das Fleisch mit und wir errichten halt noch einen dritten Außenposten irgendwo, um zu sagen, ja, komm, pass auf, da geht's weiter. Ah, genau. Wildschwein. Wir hatten ja letztens da hinten das Wildschwein in der Richtung ungefähr gefunden. Schauen wir gleich mal nach, ob er da ist. Also nimmt man das jetzt nicht mit, das Essen, sondern wir packen es hier rein in unsere schönen Außenpostenbase. Hier müssen wir eh nochmal gucken. Also hier müssen wir auch nochmal ein bisschen was machen. Dass wir hier auch nochmal eine kleine Absicherung haben. Mal hier hängt doch schön das Fleisch. Dann könnten wir doch hier gleich nochmal ganz knapp daneben nochmal so einen schönen Hockengestell hinbauen. Irgendwie, wenn er sich ein bisschen dreht. Jo, du kannst dich ruhig drehen. Kann man den so ein bisschen da reinsetzen? Joa. Guck mal, jetzt können wir hier nämlich Fischi, Fischi, Fleisch, Fleisch. Sehr gut. Haben wir hier so ein bisschen was aufgehangen? Der ist doch noch nicht durch, oder? Nee, ist noch nicht durch. Ist noch nicht durch. Guti. Dann sammeln wir jetzt mal. Warum habe ich eigentlich Schaden? Das verstehe ich gerade nicht, warum ich hier so einen Schadensmalus gerade habe. Aber egal. Wir ruschen jetzt mal kurz darüber, gucken, ob wir das Wildschwein bekommen, weil wir wollen immer noch die Rüstung haben, die uns zusteht für den Winter. Jetzt können wir nochmal nachbuffen, nachfrühstücken, spätes Frühstück. So, dann wechseln wir mal auf Pfeil und Bogen. Ich hoffe, dass wir da wirklich den einen erwischen nochmal.
Dann können wir, da brauchen wir nämlich nur noch ein Wildschwein, ein Reh und dann sind wir für dieses Gebiet gewappnet. Da könnte man sich auch überlegen, ob man da dann sagt, ich weiß jetzt nicht, was das ist, ob man da dann sagt, dass man da vielleicht nochmal eine Außenpostenbasis errichtet. Ist aber halt eine Frage, ob du dann deine ganzen Klamotten verlierst. Wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen eigentlich? Hä? Die Folge ist noch nicht lange her. Die Aufnahme liegt einen Tag zurück und ich habe immer noch keine Plane, wie ich... Ah, hier hinten. Ich würde sagen. Am Wildschwein wäre noch gut, wenn wir noch eins erwischen. Hi, du kleiner Waran. Na, du weißt, dass ich dich gerade nicht mehr brauche, deswegen rennst du gar nicht weg. Oder? Das spürst du schon richtig. Ach, der will gar keinen Waran haben. Aber auch hier bleiben. So, da oben hatte ich es gesehen, in dem Bereich. Da, wo gerade mein Pfeilspitze ist, da in dem Bereich hatten wir das Wildschwein gesehen. Ich hoffe, dass wir da nochmal Glück haben. Wäre schön für uns. Wäre wirklich schön. Wie oft willst du eigentlich noch Steine einsammeln? Du hast doch genug Steine. Aber es ist irgendwie so, du siehst es, du kannst es sammeln, du willst es mitnehmen. Ja, mein Kleiner, nein, dich brauche ich auch heute nicht. Bin jetzt nicht mehr, also so viele Tiere brauchen wir jetzt nicht mehr. Danach ist nur noch reines, ja, Essen vorbereiten, etc. Das kommt ja dann alles noch. So, mal gucken, ob es dann wieder hierher gespawnt ist. Kann ja auch sein, dass die dann woanders dann wieder spawnen. Wieder erscheinen, wieder neu aufleben. Ach komm, gut, 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 gut. Na gut, das, wie macht ein Wildschwein? Das ist ein bisschen laut. War so und im Dreh. Stein. Boah, gib mal ein Wildschwein. Obelix hat Hunger. Nee. Ich glaube, wir haben heute jetzt kein weiteres Glück mehr. Ich glaube, das ist... Nip. Wie es aussieht, haben wir heute... Doch. Wir haben doch Glück gehabt, meine Freunde. Wir haben Glück gehabt. Damit haben wir das vorletzte Wildschweinfeld. Das Fleisch kann ich auch mitnehmen, kann ich aufhängen. Wisst ihr, ich verbrauche jetzt auch wenigstens die Materialien dann. Das ist mir immer ganz lieb, dass ich dann auch Materialien verbrauche und wir die Tiere dann nicht da verkommen lassen, sondern wir packen das Fleisch gleich mal in unsere Trockenabkammer da. Dann können wir darauf später zurückgreifen, wenn wir dann doch wieder hier Richtung dieser Basis zurück müssen oder wenn wir mal auf dem Weg hierher sind. Ich glaube, so schnell wird das ganze Ding sich ja auch nicht auflösen, hoffe ich. Oder verschimmeln oder blablabla. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir aber schon wieder 8 Minuten. Das ist sowas von krass. Über knapp 8 Minuten oder fast 8 Minuten verbringst du dann eigentlich nur die Zeit damit, dich wieder ein bisschen Materialien zusammenzusetzen, das zu machen, das vorzubereiten. Weil du ja dazu... Du brauchst die Materialien. Also ich brauche sie ja. So, warte mal. Seid ihr jetzt... Hier muss ich testen. Ich sehe nicht genau, was ihr seid. Was habe ich jetzt da gesammelt? Brombeeren. Okay, gut. Dann können wir die auch so essen, weil ich brauche schon wieder einen Power-Snack. Aber wir könnten auch sagen, pass mal auf, nimm mal mit. Nimm mal mit. Dann haben wir noch mal ein paar Brombeeren nämlich drin. Ne? Brombeeren sind auch immer gut. Haben wir so einen Snack für zwischendurch, dass wir auch ein bisschen uns versuchen, auf Dings zu verlassen. Oh ja, hier ist eine ganze paar... Dann können wir nämlich auch immer zwischendurch so ein bisschen Wasser auffüllen. Ja, nimmst du das mal? Danke. Nein, ich will nicht den Stein. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Da bin ich immer wieder an Timmy Turner. Diese eine Folge. Hier ist gut. Hier haben wir wirklich so ein bisschen mal... Da können wir wieder ein paar Vorräte aufstocken. Das haben wir aber auch schon eine Weile nicht mehr. Wir haben eine ganze Menge Sachen jetzt ja auch verbraucht in letzter Zeit. Und somit haben wir ein paar Vorräte drin. Was waren das? Das waren die blauen hier, ne? Aber die können wir eigentlich auch nochmal mitnehmen. Ja, mein Kleiner, ich brauche dich doch gerade nicht. Kannst du ruhig hier bleiben? Ich kann ein bisschen quatschen, ich bin einsam hier. Irgendwie ist ja keiner. Und die ich dann sehe, die in meiner Größe sind, die wollen mich dann töten. Du hast auf jeden Fall meinen Verwandten getötet, da will ich doch nicht bei dir bleiben. Na gut, hast du auch wieder recht. Aber ich brauchte ihre Rüstung und ihr Fleisch. Mhm, sag ich auch immer. Du weißt? Ah, wenn man auf einer Insel zu lange alleine ist, dann... Hä? Ich glaub, du wirst nicht wieder zum Krokodok, mein Kleiner.
Wo ich glaube letztens, dass der, der stand dann unten drunter. Deswegen war das so. So, wir haben jetzt auch nochmal hier was gesammelt. Sehr schön. Wir müssen halt immer trotzdem gucken, dass wir... Wir müssen ja trotzdem für Nahrung sorgen, für Wasser sorgen. Wir müssen ja immer gut genährt und gestoffwechselt sein. So, warte mal, was habe ich nochmal? Zwei Fleisch habe ich nochmal, ja? Sehr gut. Sieht gut aus. So, ich habe Brombeeren 19, Heidelbeeren 11, passt, wackelt. Seine habe ich nochmal, Steinbeutel haben wir ja, dass wir gegen Steine mitnehmen können, Stückis haben wir. Irgendwas anderes noch? Nee, was haben wir jetzt eigentlich nichts weiter, was wir erstmal machen können. Wir haben nochmal 4 Knochenrüstung, genau, Knochenrüstung könnte man nochmal gebrauchen. Wie lange ist es? Wir speichern übrigens. Wir speichern, wir haben das Fell. Wenn jetzt irgendwas passiert, das würde ich mir nicht verzeihen, weil ich jetzt gerade das Fell habe und ich würde sagen, wir gehen los. Wir gehen einfach mal los. Mal gucken, wie weit wir kommen, wenn nicht, wir haben ja hier unseren Außenposten. Dann gehen wir hier zurück, können hier die Nacht nächtigen. Können wir uns ein bisschen ausruhen und dann am nächsten Tag nochmal losziehen. So. Boah, ich will noch ein bisschen was sehen. So, was warst du? Du warst Sonnenhut, ne? Genau, Sonnenhut konnte ich doch Gifte machen. Sollten wir uns auch nochmal genau in der Nacht vielleicht, denn wenn wir warten. Eigentlich müsste es ja dann weitergehen, ne? Oh ja. Hier ist ja wirklich gut. Wir haben uns einen richtig guten Außenpostenplatz besorgt. Hier haben wir eine ganze Menge... Geh mal weg hier. Eine ganze Menge Beeren. Allgemein brauchen wir jetzt mehr Beeren. Damit wir... Also nicht Beeren, sondern Beeren. Damit wir auch zur Not Gifte und sowas herstellen können. Ich würde gerne die Pfeile nämlich vergiften. Ich würde das Future wirklich so alles ein bisschen mal ausnutzen, was wir hier haben. Wir haben gesehen, wir können es ja auch verbrennen. Ah, bap. Wir können die Sachen auch verbrennen, die Mutanten. Das ist auch immer eine gute Lösung. Aber einfach mal ein bisschen vergiften? Habe ich noch nie probiert. Noch gar nicht. Ich habe nie das so wirklich gesammelt. Und weswegen das eigentlich gut ist, wenn wir sie mal sammeln würden. Auch so Pilze sollten wir dann mal sammeln. Na du? Nö, der tue ich nichts mehr. Du bringst in dem Sinne nur minimales Fleisch. Also davon werde ich auch nicht gerade satt. Und außerdem bist du zu niedlich. Oh, ich kann nicht mehr von den Heidelbeeren tragen. Okay. Na dann futtern wir eine Runde. Heidelbeeren sind voll. Wie viel von den Beeren kann ich denn jeweils tragen? Also 30 Beeren von jeder Sorte. Gut zu wissen. Oder kann ich den Beutel nochmal vergrößern? Guck mal hier, wir machen uns jetzt einfach mal durchsättigen. Sehr schön. Und weiter geht's. Wenn wir Pilze finden, werden wir nochmal Pilze mitnehmen. Ja, achso. Wenn wir Pilze finden, nehmen wir Pilze mit. Das wäre auch nochmal ganz gut. Blätter brauchen wir. Ja, zum Feuer machen. Da ist eine Insel. Okay. Nein. Ich brauche den leider. Das könnte das letzte Rehfell sein. Das könnte das letzte Rehfell sein. Aber jetzt rennt es wieder meilenweit davon, den Berg hinunter. Und ich werde niemals hinterherkommen, wa? Mist. Du hast mein Pfeil noch! Gib ihn wieder. Ich brauche den. Ich habe ihn verloren. Ne, da ist er. Ja, erwischt. Ich dachte jetzt erst daneben. Bleib lieben. Hallo. Nein. Tu doch nicht noch runter. So, Fell brauchen wir. Fleisch können wir dann auch wieder nutzen. Ist ja natürlich klar, wir werden es nicht verkommen lassen. Nee. Ja, so. Damit haben wir das letzte Rehfällchen, ne? Das sind jetzt 6 Rehfälle. Guck mal, es wird echt nur noch ein Wildschwein. Dann haben wir da den Wärmeanzug. Ja! Ich mag so eine Spiele, wo du wirklich so minimal auch immer ein bisschen vorankommst. Das ist ja dann wie im Realen so. Du kommst ja dann auch nicht in Riesensprüngen voran. Sowas gibt es einfach nicht. Aber so immer Schritt für Schritt einfach ein bisschen vorwärts kommen, das hat schon was. Wir sind jetzt wirklich so Schritt für Schritt unserem Ziel näher gekommen. Oh, weil ja, hier geht es gar nicht so runter, wie ich es gedacht habe. Beziehungsweise kommen wir hier nicht mehr rauf. Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sollten wir mal einen Weg suchen, wo wir auch wieder hochkommen. Ich muss mir merken, weil ich muss ja in die Richtung, habe ich nochmal meine Basis. Und ich glaube, wir verlieren auch langsam den Tag.
zur Nacht. Dann können wir uns nämlich in der Basis erstmal wieder zurückziehen. Da muss ich mich nochmal mit den Giften nämlich dann auseinandersetzen. Das wäre noch eine gute Sache. Und wenn wir das mit den Giften noch ein bisschen drauf haben, dann machen wir die Pfeile auch. Wir können die dann auch regelrecht... Wobei, wenn ich einen Pfeil vergifte, eigentlich... Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Aber wenn ich einen Pfeil vergifte und es geht ja in den Blutkreislauf des Tieres zum Beispiel, dann kann ich es ja regulär auch gar nicht mehr essen. Ne? Weil wenn das Tier mit Blut, mit Gift gefüllt ist, dann ist es weg. Dann ist es Ende im Gelände. Das ist so ein bisschen meine Devise. Und was ich nicht weiß ist, kann ich die Pfeile irgendwie auch unterscheiden? Weil was ich hier sehe, guck mal, ich kann nur hier sehen, Pfeile. Als ich hier Giftpfeile hatte und Brandpfeile hatte, konnte ich nicht ersehen, was welcher Pfeil ist. Okay, mein Kleiner, keine Angst, ich will nicht. Ich möchte nicht. Du kannst, alles gut, ich will dich nicht erjagen. Okay, also wir müssen an der Basis herunter. An der Basis geht es herunter und dann müssen wir hier den, können wir den Weg verfolgen. Aber hier habe ich jetzt keine Eingänge so gesehen, ne? Also ich glaube, die Eingänge liegen wirklich meistens mehr im Inselbereich direkt drin, ne? Keine Höhleneingänge, meine ich. Falls ich jetzt gerade, ich glaube, es war ein bisschen undeutlich, keine Eingänge. Was sind denn für Eingänge? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So. Ja, es wird langsam dunkel, aber ist ja auch nicht... Guck mal, hier ist das Dorf, was ich gesehen habe. Ich sag doch, ich habe ein Dorf gesehen. So, ihr seid keine Blätter. Aber Aloe Vera habe ich. Nein, doch, Aloe Vera kann ich sammeln. So, was seid ihr jetzt eigentlich? Schneebären. Schneebären sind, glaube ich, giftig für uns. Ich glaube nicht, dass uns Schneebären gut tun. Ne, das sind Heckenkirschen. Heckenkirschen sind auf jeden Fall giftig. Ich glaube, in einer bestimmten Anarbeitung sind Heckenkirschen auch wieder heilend. War das nicht irgendwie so? Oder zumindest konnten die irgendwas bewirken. Aber ich bin weder bin ich Chemiker, noch bin ich Botaniker, noch habe ich überhaupt von sowas eine Ahnung. Deswegen vertraut man nicht darauf, dass das so ist. So, nochmal eine Aloe Vera. Nochmal eine Aloe Vera. Das heißt, wir können uns... Oh ja, wenn wir noch Ringelblumen finden... Nein, es war keine Ringelblume. Sieht wie Ringelblume hier aus, ne? Wenn wir dann nochmal Ringelblumen finden, ah ne, ich glaube, wir haben sogar noch welche, dann können wir uns mehr von diesen Energy-Dingern machen. Oh, warte mal, das geht nicht. Dann haben wir hier nochmal was zum Essen für uns. Ey, dieses Gebiet ist gut. Also hier könntest du wirklich vegetarisch zum Großteil leben. Nee, du bist jetzt wieder irgendwas anderes. Die kannst du aber auch wieder kombinieren, ne? Boah, Heckenkirschen. Ich glaube, das Dorf gucken wir uns morgen dann an. Jetzt sammle ich hier erstmal ein bisschen noch. Die kann ich nicht. Ne, das sind alles blau. Das sind nochmal Schneebären. Ja, ja, wir ziehen uns gleich zurück, aber ich will das hier alles so ein bisschen mitsammeln. Das ist schon immer ganz gut. Wenn man das hat, dann hat man es. Jetzt wird es wirklich langsam dunkel. Heckenkirschen kann ich nicht mehr tragen. Heidelbeeren kann ich nicht mehr tragen. Gut, wir ziehen uns mal schon mal zumindest in die Basis zurück. Ich finde es war trotzdem ein guter Erfolg, weil wir haben jetzt ein paar Sachen gesammelt, die wir brauchen. Aloe Vera brauchen wir, damit wir uns nochmal mehr von unseren... ja, guck mal hier, was wir auch machen könnten, ist dann nämlich Gesundheitsmischung. Nee, kann ich kombinieren. Die kann man jetzt einmal mal essen. Dann stellen wir derzeit auch mal wieder ein bisschen Lebensenergie her. Wir sind ja wieder ein bisschen angeschlagen. Ich glaube letztens, wo wir... sehr, sehr durstig waren. Von daher haben wir das. So. Oh, jetzt sehe ich bald gar nichts mehr. Aber ich habe hier draußen auch noch keinen von denen gehört, glaube ich. Also wir scheinen hier wirklich schon sehr, sehr sicher zu sein. So, wir huschen mal hier hoch. Aber nur weil es so sein könnte, heißt es nicht, dass es so ist, nicht wahr? Also ziehen wir uns hier erstmal ins Häusle zurück. Wenn wir hier ein bisschen was anmachen. Dann haben wir ein bisschen... Jetzt können wir das schnöde Mammon verbrennen. So. Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, so ein bisschen immer noch nach draußen zu spielen. Und dass sie uns halt nicht sehen, können wir uns halt hier auch hinstellen. So, was habe ich jetzt da eigentlich da? Also hier habe ich hier Brombeeren. Hier habe ich Heckenkirschen. Was kann ich aus Heckenkirschen dann kombinieren? Vergiftete Pfeile, eine vergiftete Waffe. Okay, das ist das. Was mache ich mit Schneebären? Okay, beides ist einfach nur zum Vergiften von Waffen. Gut.
Hier habe ich meine Gesundheitsmischung. Hier habe ich Aloe Vera 1, 2, 3, 4, 5. Ein Health Mix Plus. Das habe ich hier jetzt, habe ich eine Gesundheitsmischung. Energiemischung. Das Aloe Vera, das andere, dann wird das hier wahrscheinlich sein, ne? Und was ist das? Ein Shibori? 2, 3, 4, 5. 1, 2, nee, der ist es dann nicht. Okay. Was ist das jetzt? Eine Energiemischung. Achso, um die Ausdauer massiv zu erhöhen? Hä? Okay, das ist jetzt die Energiemischung. Ah, okay, warte mal, dann ist der hier sowieso falsch. Der Health Plus ist das nicht. Was gibt's denn noch? Sonnenhut. Chicorée, Ringelblume. Okay, ich habe noch irgendeine Pflanze, habe ich nicht. Ah, ich habe zu viel. Also ich kann nur eine bestimmte Anzahl von Gesundheitsmischungen machen. Aber ich kann jetzt gerade, ich überlege jetzt gerade, was ist denn das andere, was mir da noch fehlt? Ein Health Mix Plus, was ist denn das für eine Pflanze? Irgendeine Pflanze fehlt mir noch. So, warte mal, was ist das jetzt aber, was ich hier gemacht habe? Eine Energiemischung. Energiemischung gibt mir das. Achso, na gut, er boostet mich nur wieder hoch, oder was? Ja gut, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, dann machen wir mal, dann haben wir sie auch. Dann haben wir nochmal so eine extra Mischung drinne. Falls wir wieder Energie brauchen und so weiter. Kriegen wir ein bisschen Dings rein und dann haben wir das auch noch ein bisschen drin. Federn brauche ich jetzt. Warte mal, Federn? Nee, nicht Bogen. Federn konnte ich kombinieren mit Pfeile, Knochenpfeile und Geschwindigkeit, Waffe. Der hier hat eine gute Geschwindigkeit. Und Schaden könnte ich den noch ein bisschen erhöhen. Dann könnte ich 6-10er. Wäre das auch eine gute Waffe zum Kämpfen. Das Problem ist, der hat keinen Block. Er ist besseren Schaden, aber hat auch eine schwächere Geschwindigkeit. Der kann nichts weiter. Gut, haben wir so ein bisschen was alles. Ich musste das mal durchschauen. Wir brauchen eh noch einen Moment. Essen scheinbar ein bisschen was fertig zu haben. Gut, wenn wir noch einen Moment haben. Ich muss mir das mal ein bisschen durchschauen, ne? Weil, guck mal, hier können wir noch mal auf jeden Fall ein Fleisch. Oh, oh. Müssen wir aufpassen. Jetzt wurden wir doch entdeckt. Jetzt wurden wir doch entdeckt. Weil da war noch so ein Flammtyp. Der könnte uns gefährlich werden mit der Hütte. Wenn der uns die hier mit seinen Molotows abreißt, das wäre natürlich mehr als ultra doof. Vielleicht haben wir ja Glück und der verdünnisiert sich wieder, wenn ich mich hier so ein bisschen zurückziehe. Haben sie uns doch entdeckt, die Schweine. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns in der Nähe des Dorfes ja aufgehalten haben. Dadurch haben die uns wahrscheinlich entdeckt. Kann man hier draußen vielleicht auch nochmal so ein Außending machen? Also das, schade, dass man hier keine schwebenden Plattformen anbringen kann. Das wäre doch natürlich ein schöner Vorteil. Eine schöne schwebende Plattform, dass ich so als ein bisschen Balkon nutzen kann. Das hätte schon was. Aber leider ist das nicht so möglich. So, jetzt sehe ich auch ein bisschen besser. Das muss man mein Bild schon wieder richten. So, können wir jetzt bald mal schlafen? Dann können wir den Tag vielleicht herumkriegen. Also, sie sind auf jeden Fall auf der Jagd schon wieder. Die suchen uns. Ja, das ist immer doof, wenn man nicht die Zeit hat. So, da. Jetzt gehen wir mal schlafen. Wir können schlafen. Das ist gut. Also, dann können wir nämlich auch gleich mal futtern. Eins. Oh, jetzt hat er gerade. Jetzt gibt es gerade wieder einen FPS-Einbruch. Nee, war doch nicht. So. Und jetzt finde sauberes Wasser zum Trinken. Das haben wir ja. Trinken. Jetzt geht es uns auch wieder gut. Haben noch ein bisschen was da. Und wir können auch hier schon wieder Fleisch aufhängen. Kann ich hier das mitnehmen? Seid ihr getrocknet? Eine getrocknete Echse, ein getrockneter Fisch. Ja, nehme ich getrocknete Echse, getrockneten Fisch noch mit. Und dann machen wir nochmal einen Speicherle. Und dann können wir losziehen. Ja, jetzt ziehen wir noch los. Wir sind zwar schon wieder bei 25 Minuten, ist mir aber egal. Ich will das Dorf noch weiter erkunden. Das Dorf will ich gerne weiter erkunden und mal sehen, was wir da noch so Schönes finden.
Ob da vielleicht auch nochmal eine Höhle ist, dann können wir die Höhle auch gleich mal markieren. Ja, wir müssen alle Höhlen auf jeden Fall aufsuchen. Ich habe echt keine Plane, wo was versteckt ist. Ja, bis jetzt haben wir eine Karte gefunden. Ich glaube, das ist später für spätere, ja, zum Ende hin wichtig. Aber bringt mir jetzt gerade nicht viel. Die Meistern haben wahrscheinlich schon immer die Top-Waffen gleich am Anfang, weil sie auch wissen, wo sie sind. Und ich selber bin so ein Klopsbobs, der es nicht mal schafft, der am Anfang sich so richtig zu organisieren. So, warte mal. Chicorée brauchen wir wieder. Ringeblume geht gerade nicht. Du bist der giftige Part. So, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder Chicorée mit. Chicorée, Chicorée. So, haben wir. Willst du nochmal was futtern? Kannst du auch gleich machen, weil wir verlieren aber wirklich, wirklich, wirklich schnell Ausdauer. Und Hunger und sowas alles. Ich weiß ja, dass man da recht viel zu tun hat. Guck mal, da sind nochmal so eine Zelte. Sollten wir da vielleicht auch nochmal gleich gucken, wa? Okay, wir sind jetzt zumindest erstmal im Dorf angekommen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Dings. Das sieht so. Was ist denn das da? Boah, ist das mies. Ist das mies, ist das mies. Richtig mies aus, die Sache. So. Oh, was ist denn? Ah, hier haben wir wieder nur Kleidung. Kleidung. Oh, hier scheint es kein... Hier scheint es kein Dings zu geben. Gut. Okay, das ist jetzt nicht gerade wirklich ein Dorf. Ist jetzt nicht gerade ein Dorf, wie ich es mir gedacht hatte. Warte mal, wir gehen jetzt mal nach da drüben. Da werde ich jetzt auch nochmal gucken. Und dann könnten wir da hinten nochmal ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen werden wir nochmal ein Momentchen warten. Also ich werde mir die Zeit noch nehmen. Ganz ehrlich, die Folgen bevor es sind halt einfach etwas länger, weil ich auch die Nächte einfach noch dran habe. Ich könnte die Nächte noch herausschneiden, dann würden das vielleicht 3-4 Minuten nochmal sein, die wir mal ein bisschen einsparen, aber... Bibelbücher. Das scheint mir hier so ein Missionars... Camp zu sein. Warte mal, hier ist eine Höhle. Warte mal. Hier ist eine Höhle. Höhle ist gut. Dann haben wir wirklich mal was, was wir in der nächsten Folge wieder erkunden können. Ich habe ja gesagt, ich will gucken, dass wir auf jeden Fall in die Höhlen reinkommen. Wir brauchen die Höhlen. So, packen wir mal hier hin. Gib mir mal das. Und, oder mal eine Höhle. Ja, mach mal gelb. Gelb ist uns der Höhlenzeichen jetzt, dass wir hier noch mal auf jeden Fall rein müssen. Nee, in der jetzigen Folge wäre das zu heftig. Das würden wir nicht schaffen. Ich würde erstmal um die Höhle noch erforschen. Ich würde erstmal... Oh, warte mal. Moment, ich glaube, da hat sich was gekoppelt. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste jetzt gerade nicht wundern. Es könnte sein, dass so ein kleiner Schnitt da drin ist. Vielleicht, weiß ich nicht, ob muss ich mal gucken, wie das ist. Bluetooth-Kopfhörer hatten sich gerade verbunden, wodurch ich, oh, guck mal, wir haben ein Zauberding. Wodurch ich jetzt erstmal das neu starten musste, weil auf einmal. Oh. Okay. Irgendwo ist da was vergraben, wie scheiße, sah halt nach einem Grabungsort aus. Jedenfalls, die haben sich dann verbunden, da wurde ich keinen Sound mehr hatte, jetzt in Forest. Und auch nicht mehr in der Aufnahme, ich glaube, das müsste er noch kurz mitbekommen haben. Und dann musste ich kurz zurück, Spiel speichern, wieder hier zurück. Sonst hätte ich das ganze Ding normal ablaufen müssen. Und habe ich mir gedacht, nee, habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Von daher bin ich jetzt mal zurück, gespeichert, bin neu gestartet. Und jetzt war auch wieder mit Sound dabei. Ja gut, ich hätte auch sagen können, gut, das ist zu Ende. Aber ich hatte mir überlegt, ich wollte noch ein Momentchen mit euch hier herumschauen, ob wir vielleicht noch was finden. Für morgen haben wir auf jeden Fall mal eine Höhle gefunden, da wo wir dann auch von oben einsteigen können, nicht wo wir dann runterklettern, weil das ist mir immer so ein bisschen schwierig. Ist das aber so, dass man mehr blaue Beeren findet als früher? Kann das sein? Sind wir hier eigentlich? Ich muss sagen, warte mal, da hinten haben wir doch auch einen Ort. Oh, guck mal, hier ist schon wieder was. Sieht mir doch immer, die Dinger sehen doch nach Höhleneingängen immer aus, ne? Schade, dass die Zelte hier so zu sind und man da auch gar nicht rein kann. Da wird doch bestimmt auch irgendein nützliches Zeug drin sein oder haben die wirklich alles mitgenommen? Hier ist noch eine Höhle. Ja, ich muss die erstmal alle so ein bisschen anzeichnen. Also ich kann die nicht ohne anzeichnen lassen. Hier ist das, ne? Ne, da.
Was ist das denn? Okay, warum ist das da drin? Wann haben wir das gefunden? Und wieso, weshalb, warum ist das? So, pass mal auf. Haben wir schon grünes? Ne, grün haben wir glaube ich noch nicht. Ne? Genau, wir nehmen mal grün, weil ich weiß auch noch nicht, was das ist. Das ist eine grüne Höhle für uns. Wir müssen die auf jeden Fall alle noch erkunden. Ich weiß halt nicht, was die sind. Ich kann die mir jetzt erstmal nur vorbereiten, kann die mir festlegen und kann sagen, da wollen wir rein, da wollen wir rein und da wollen wir rein. Hä? Das geht da wieder zurück, ne? Meine Güte. Oh, ich kam von da runter, dahin. Hä? Ich kam von da. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Jetzt am Ende hatte ich jetzt nicht mehr mal die Lust, jetzt unbedingt so einen Wettkampf zu veranstalten mit denen. Deswegen verziehen wir uns gerade mal schnurstracks wieder ein bisschen. Genau, das war jetzt die andere Höhle. Sag mal, wie viele waren denn das gerade? Waren doch jetzt gerade einige. Die sind uns auf jeden Fall, finde ich schon krass, ne? Die suchen uns auf jeden Fall. Das kannst du dir nicht anders erklären, so wie die ja hier herumschweifen. Die sind ja auch immer irgendwie so ein bisschen in unserer Nähe. Den glaube ich schon, dass die wirklich hinter uns her sind. So, warte mal, wir kamen doch von da. Genau, wir wollten, genau. Hier wollten wir eigentlich lang. Da wollte ich da hinten gucken. Da hatten wir uns aber auch schon irgendwas errichtet. So. Wollte nämlich da unten in dem Inselbereich nochmal was gucken. Was haben wir uns denn da errichtet? Ist das das große Dorf, wo wir waren? Ist das dann so andere Außenposten? Dann sind die ziemlich nah. Dann habe ich immer noch nicht in die andere Richtung einen Außenposten. Ja, das ist halt, wenn du keine Ahnung hast, wie das von den Gegebenheiten des Geländes, wie das aussieht und alles. Und du dann natürlich dahin gehst und vom Gefühl her denkst, ist weit weg. Regulär würden wir die Dinger ja nicht mal sehen, ne? Also wenn wir die in echt nicht mal sehen würden, würden wir dann hinlaufen. Hä, warum ist denn hier... Oh, oh, oh. Ergibt Sinn. So, weißt du? Für uns ist ja der Vorteil, dass man das zumindest auf der Karte sieht. So witzig, du kannst, wenn du springst und danach die Shift-Taste drückst, dann fliegt er ja schon halb. Das finde ich immer schön. Auch mal die schönen Dinge genießen. Ja. Das ist wirklich, was finde ich auch in echt wirklich schön, so kleine Wasserfälle, wirklich so, wo es ganz niedlich herabrieselt und sozusagen dann in so einen großen Bach oder Flussverlauf führt, das ist einfach, das ist so herrlich. Auch das Geräusch haben sie sehr schön hingekriegt, also finde ich toll. Ich glaube, an dieser Stelle der Insel kann ich mich sogar erinnern, die gab es damals schon. Ich glaube, da hinten ist irgendwie eine Möglichkeit, wo du dann so ein bisschen nach raus... Genau, doch. Ich glaube, ich habe da mal versucht, auf die Insel eine Brücke zu bauen. Das hatte ich damals versucht. Also wie gesagt, ich habe damals, wenn ich es gespielt habe, war ich ja eher nur so, ja, bauen. Ich habe noch nie die Story durchgespielt. Ich weiß nicht, wie gesagt, in den Höhlen habe ich keine Ahnung und alles. Und ich glaube, dass genau da hinten... Das ist doch unser Außenposten, der zweite... Also der erste, den wir gemacht haben, ist das, glaube ich, hier. Genau, und den haben wir hier hinten. Hier kannst du dann irgendwie hoch. Und hier hinten ist eine Insel. Und da, genau, hier drüben habe ich versucht, mir was aufzubauen. Und hatte dann irgendwann überlegt, dass ich da drüben dann auch nochmal eine Brücke hinbaue. War irgendwie mal so eine Überlegung. Aber das ist wie alle bei solchen Projekten, wo es dann wurde mir irgendwie sehr schnell langweilig. Nicht wie jetzt gerade, weil ich ja wirklich mehr auf Abenteuer aus bin. Und dadurch ist das Bauen auch gleichzeitig interessant. Ja doch, das ist doch das hier. Ich glaube, wir sind bei unserem anderen Außenposten angekommen. Okay, Blätter habe ich, Steine. Ich glaube, das ist der andere Außenposten. Verdammt. Wir haben doch sehr nah in der Nähe gebaut. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in andere Richtung weiterlaufen. Ja doch, hier haben wir doch, glaube ich, gegen die Schlümpfe gekämpft. Das ist der Bereich, wo wir gegen die Schlümpfe gekämpft haben. Ja, das ist das Dorf. Und die haben ja auch ein paar interessante Höhen. Ja, das ist es. Hier ist auch, wo wir schon so ein bisschen abgesichert haben. Genau, guck mal.
Langsam schließt sich aber der Kreis dann so von der Thematik. Warte mal. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's, ich hör's, ich hör's. Ich hab's gehört. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört. Jetzt muss ich mal wieder beide Kopfhörer raus. Ich glaube, der war irgendwo da. Ich glaube, ich habe ihn sogar teilweise gesehen. Wir eine Chance im freien Feld haben gegen den. Ich glaube, wir müssen uns dann wirklich ein bisschen höher positionieren, um den zu erlegen. Ich sehe den halt nicht, ne? Ist schon krass, das Ding ist ein Riesenmutant und ich sehe den einfach nicht. Was wir machen? Immer. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sind die jetzt aber vergiftet? Sind jetzt alle vergiftet oder nur ein paar? Ich glaube, die sind jetzt die Giftpfeile, ne? Wo ist der? Es sind doch zwei. Habe ich jetzt hier noch Babys? Ich habe noch Babys gehört. Ja doch, ich sehe sie. Da oben sind sie lang gelaufen. In der Nähe meiner Basis. Ulla, da ist Alter, da ist Eider, da ist Eider, da ist Eider, da ist... So, wir haben sie zumindest vergiftet. Ich glaube, das ist so dieser berühmte Sprung, den die macht. So, das Gift müsste doch langsam jetzt wirken. Würdest du jetzt einfach sterben? Hol dir raus! Ist der andere eigentlich die Daddy, der Daddy von den kleinen Kindern? Ich dachte, der ist tot. Jetzt aber, oder? Boah. So, Nummer 1 haben wir. Ach du Heilige. Ey, bleib unten. Ihr wollt mich doch rollen. Ihr rollt mich. Nee. Nee. Ich dreh mich nicht um, ich dreh mich nicht um, ich dreh mich nicht um, ich dreh mich nicht um. Holy! Ihr seid doch creepy, Mann!
Wie können Sie mir drei von den Viechern da hinstellen? Voll stolz, die eine da erledigt, ey. Niemals. Niemals, ey. Die krieg ich niemals. 4, 5. Nun machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Nee, nicht Brombeeren. Heckenkirschen. Ah nee, okay, wir können nur das eine und das andere kombinieren. Schade, hätte ja klappen können. So, dann machen wir hier nochmal. So. Ist das heftig. Der ist auch noch so verdammt schnell. Und der frisst ja auch die Pfeile wie nichts. Und dann rennt da von drei Viechern rum, oder was? Drei von denen. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ich glaube, ich verziehe mich gleich wieder Richtung unserer Basis. Und dann werden wir am nächsten Tag in eine andere Richtung mal von dann ziehen. Eine andere Wahl habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber guck doch mal. Der kam auch noch leider auf diese Position nach oben. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich habe keine Chance. Da rennen noch zwei Schlümpfe rum. Drei von den Torklis. Den Torklis. Macht. Oh, warte mal. Aber was anderes sehe ich gerade. Nee, brauche ich nicht. Stopp, 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 mein Kleiner. Brauchst du nicht mehr. Haben wir noch. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay, ich verziehe mich. Hier ziehe ich mich zurück. Also gegen drei von dem mit der Ausrüstung, mit dem Bogen. Niemals. So, wir haben eins nochmal erlegt. Das ist okay. Eine haben wir erlegt. Da bin ich ganz zufrieden. Aber gegen drei von denen, drei Stück. Ich hoffe, die lassen meine Basis in Ruhe. Na gut, ich habe sie eigentlich ja ein bisschen da weggezogen. Nee, wir ziehen uns zurück. Gehen morgen in die Höhle. Das ist dann schon ganz okay. Wir werden so die Variante machen. Anders wäre es jetzt... Das wäre einfach zu heftig. Ich weiß, dass wir das nicht schaffen. Und da sind auch, glaube ich, noch ein paar von diesen kleinen Babys herumgeschwirrt. Wir haben nochmal eine von den Mutanten in der freien Wildbahn schon erlegt. Wir hätten auch noch, glaube ich, den zweiten geschafft. Aber nicht, wenn die da zu dritt herumdrehen. Nee. Nee, nee, nee. Drei Stück. Alter, da ist, ey, das ist ja... Eigentlich heißt es, dass wir da oben die Basis demnächst mal absichern sollen, weil sie ja doch schon langsam näher kommen. Die haben ja schon den anderen Außenposten gefunden. Vielleicht ist es besser, wenn wir wirklich anfangen. Nein, mein Kleiner. Wenn wir es wirklich langsam anfangen, uns in der Sache abzusichern, dass wir da noch mehr Fallen machen, die auch gegen die Großen wirken. Sollten wir machen, ja. Ich glaube, wir sichern das Ganze noch gegen die Großen dann ab. So langsam. Und dann passt das auch. Ja, passt. Ja, morgen hole ich euch ja am Tag dann ab, habe ich mir überlegt. Ich lasse die Nacht dann hier herumlaufen und dann hole ich euch morgen am Tag ab und dann passt das eigentlich auch alles. Aber für heute war es das erstmal. Wir gehen noch mit schönem Vogelgezwitscher, geht es jetzt dann in den Feierabend. Und hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen übel war gerade am Ende. Also ich muss sagen, das letzte Ding war jetzt doch schon ziemlich arg. Vier Mutanten, einen konnten wir wegmachen, drei sind noch da, plus nochmal zwei blaue. Ist einfach eine Sache der Unmöglichkeit noch für mich. Also dafür bin ich noch nicht gut genug in dem Spiel drin. Ich muss halt sehen und auch im Realistischen gesehen, ich würde auch nicht so kämpfen. Da hätte ich wirklich null Chance. Super, dann war es aber für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.